Bleib bei dieser Folge unbedingt bis zum Ende dran, denn in dieser Episode gibt es definitiv das geilste Spiel in meiner gesamten bisherigen Karriere. Servus oder so, wir zocken unsere gemeinsame Spielerkarriere weiter mit ein paar echt nicht so verkehrten Partien. Halbfinale in der Copa de España, das ist aber mit Hin- und Rückspiel. Bedeutet, Hinspiel werden wir simulieren, Rückspiel selbst zocken, das gleiche bei der Europa League. Ihr habt auch sowieso genauso abgestimmt. Und während wir jetzt da reingehen ins Duell mit Atletico, bedanke ich mich für den dicken, fetten Support von euch auf die letzte Folge. Wir haben die 10.000 Daumen geknackt. Supportet auch gerne heute wieder rein, vielleicht packen wir es ja nochmal. Jetzt aber mal rein in die Schnellsimulation gegen Atletico Madrid. Und wir verlieren 2-1. Zu Hause im Camp Nou, im eigenen Stadion, gibt es die Niederlage. Und jetzt wird das natürlich eine sehr, sehr schwierige Geschichte im Rückspiel. Bis dahin vergehen aber natürlich noch ein paar Tage. Unter anderem spielen wir gegen Malle und schlagen zumindest mal die mit 2-1. Haben uns da hoffentlich so ein bisschen warm geschossen für das Duell mit Florenz jetzt. Da starten wir auswärts, aber Auswärtstorregel gibt es ja sowieso keine mehr. Im Allgemeinen mit unserer Mannschaft sollten wir in der Europa League doch einiges reißen können. Aber auch da verlieren wir wieder. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Was ist denn mit dieser Mannschaft des FC Barcelonas los? Ich muss das echt alles in den selbstgezockten Spielen rausreißen. Ja, zum Glück haben wir auf Weltklasse runtergestellt. Dann besteht zumindest die Chance, dass ich es schaffe. Aber über die Schwierigkeit werden wir im Laufe der Folge natürlich dann nochmal reden. Denn das ist wie immer großes Thema. In der Simulation ist es aber sowieso egal. Rayo Vallecano wird nicht besiegt, ey Jungs. Was ist verkehrt mit euch? Wie können wir denn 3-1 gegen die verlieren? Was zur Hölle ist das? Wir sind einfach Zehnter in der Liga. 7 Punkte weg von den europäischen Plätzen. Und hier will mir irgendjemand sagen, dass es zu einfach ist. Ja, ich weiß, Simulation und selbstgezockte Spiele sind zwei verschiedene Dinge. Aber irgendwie muss ich es ja rausreißen, was meine Mitspieler da veranstalten. Beziehungsweise was das Team in den Simulationen macht. Gegen den AC Florenz werden wir in der Hinsicht direkt ultimativ herausgefordert. Denn wir werden erst in der 64. Minute für Ansu Fati eingewechselt. Bei einem Spielstand von 0-0. Und wenn das so bleibt, würden wir logischerweise aus dem Wettbewerb rausfliegen. Wir müssen das Spiel auf alle Fälle gewinnen. Mein Pass zu Alba. Alba ins Zentrum. Solche Fehlpässe da. Wenn wir schon mal im gegnerischen 16er sind, sollten wir uns nicht zu viel erlauben. Es ist kein Abseits. Und es ist das 1-0 für den FC Barcelona. Kaum sind wir auf dem Feld. Schon schlägt die Vereinslegende Braithwaite zu. Und ich hatte halt nicht mal mehr was damit zu tun, ne? Das haben unsere Mitspieler richtig gut gemacht. Sage ich nicht oft, ich weiß. Und damit ist alles wieder ausgeglichen. Aktuell wird es auf eine Verlängerung hinauslaufen. Aber warum das Ganze jetzt nicht noch einfach in den 90 Minuten klar machen? Der Pass ist überragend, Ferran Torres. Schießt den leider nicht rein, Nico, zu mir. Nicht zu Cordi Alba. Ey, wir pressen die so in den eigenen 16er rein. Aber wenn die da so tief stehen, ist es natürlich umso schwerer, zu guten Abschlüssen zu kommen. Mittlerweile wäre das 2-0 hier klar verdient. Aber schön langsam läuft uns die Zeit halt jetzt so ein bisschen davon. 86. Minute, der kommt an bei mir und ich schieße ihn rein. 87. Reises. 2-0, die Einwechslung von Bernie Hansos hat sich gelohnt. Gut gespielt, da den legt er aus der Drehung zu mir rüber. Und jetzt sieht es so aus, als könnten wir ins, ich glaube, Achtelfinale der Europa League einziehen. Und jetzt mal ernsthaft, als FC Barcelona ist das ja wohl auch absolute Pflicht. Militao gewinnt das Kopfballduell nicht so recht, aber Piqué kann den klären. 88. Minute läuft. Also wenn wir es jetzt clever machen, wenn wir den Ball jetzt nicht mehr hergeben, dann kann ich hier auch wirklich nichts mehr anbringen. Ich hole mir noch ein paar Pässe ab für die Aufgabe und dann machen die das so. Braithwaite, die Entscheidung. Überragend gemacht. Ey, das ist jetzt der Unterschied auf einmal. Ich check's ja selbst nicht. Meine Mitspieler können auf einmal nach vorne spielen, ohne dass ich irgendwie zwingend mithelfen muss. Und das war vorher so gar nicht der Fall. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass es an dem Wettkämpfermodus liegt. Also vielleicht können wir auch nochmal Legende ausprobieren, aber ohne Wettkämpfermodus dann, weil den hatte ich ja ursprünglich eingestellt, weil ihr das in den Kommentaren so verlangt habt. Aber vielleicht hat der meine Mitspieler so extrem idiotisch gemacht. Keine Ahnung. Weil das Problem war ja nie, dass die Gegner irgendwie zu gut wären, sondern dass meine Mitspieler zu scheiße waren. Wir stehen auf alle Fälle in der nächsten Runde. Doppelpacker Braithwaite, dazu eine Bude von mir. 13-0 Sieg und ich muss ja ehrlich sagen, seit der Umstellung der Schwierigkeit macht es mir halt nochmal so viel mehr Bock. Vorher die ganze nur auf die Schnauze zu bekommen, ist halt extrem anstrengend auf die Dauer. Also um das Thema mit der Schwierigkeit nochmal abzuschließen. In den Kommentaren, ich habe das schon mitbekommen, dass viele es ein bisschen gestört hat, dass es jetzt zu
einfach geworden ist. Und das hat man auch wieder so ein bisschen in dem Spiel gerade gemerkt. Wobei jetzt natürlich auch bei keinem schlechten Verein spielen, würde man meinen. Gerade jetzt so, dass man die Fiorentina mit 3-0 schlägt, das kann schon mal passieren. Eure Lösung für das Problem war es, die Regler hochzustellen. Ihr wisst, die Regler sollten aus meiner Sicht immer so der allerletzte Kniff sein. Bin ich wirklich gar kein Fan davon, was daran zu verändern. Ich glaube, was wir stattdessen mal ausprobieren können, ist auf Legende zu gehen und dafür den Wettkämpfermodus dann auszumachen. Die spielerbasierte Schwierigkeit aber ein. Ich denke mal, so können wir es zumindest für ein Spiel ausprobieren. Und dann packe ich euch wahrscheinlich eine Abstimmung rein in die Videobeschreibung. Je nachdem, wie das jetzt dann gleich läuft. Aber das sehen wir ja dann gleich. Wir sehen es noch nicht gegen Getafe. Denn das wird natürlich schnell simuliert. 1-0, jawohl. Endlich mal wieder 3 Punkte in der Liga geholt. Und jetzt aber kommt der ultimative Test der legendären Schwierigkeit ohne Wettkämpfermodus. Halbfinale gegen Atletico. Und ich erinnere nochmal daran, das Hinspiel haben wir mit 2-1 verloren. Die Ausgangsposition ist also auf keinen Fall eine einfache. Dazu die legendäre Schwierigkeit. Da bin ich mal sehr gespannt. Ganz hinten sehen wir Timo Werner, der hier für Atletico Madrid spielt. Ist schon echt nice mit dem Spielertunnel. Würde man sich wünschen, dass das bei jedem Stadion mit dabei ist. Jetzt geht's aber raus auf den grünen Rasen. Wir wollen natürlich unbedingt eine Runde weiterkommen. Ich spiele wieder linker Flügel, auch wenn ich gerade so gar nicht auf dieser Position bin. 12. Minute, erster Abschluss. Oder vergesst, was ich gerade gesagt habe. Ich wurde doch im Sturm aufgestellt. Keine Ahnung, wie ich drauf komme. Schuhe auf, Felix. Jetzt geht das wieder los. Kaum stelle ich die Schwierigkeit um, schon liegen wir mal wieder hinten. Und das heißt, es ist schon früh im Spiel klar, dass wir hier mit 2 Toren Vorsprung gewinnen müssen, um es überhaupt in die Verlängerung zu schaffen. Heißt, wir müssen hier ein 3-1 aktuell holen. Und das wird gegen die Defensive von Atletico natürlich extrem schwierig. 45 Minuten sind vergangen und wir hatten nicht eine wirkliche Torchance. Also vielleicht ist es dann doch nicht der Wettkämpfermodus, ey Kimpembe. Aber ich finde trotzdem, dass meine Mitspieler an sich schon einen Ticken besser spielen. Also man kann sich das schon geben. Die verhalten sich nicht wie komplette Vollidioten. Auf der anderen Seite sorgt Atletico dann halt einfach für die Entscheidung. Also dass wir ernsthaft 4-1 gewinnen, das wird nicht passieren. Das ist ein Ballverlust im Spielaufbau. Dann haut ihn einfach Felix sowas von in den Winkel rein. 3-0 Saul. Und so fliegen wir sang- und klanglos aus dem Pokal raus. Hat in dem ganzen Spiel nicht eine wirkliche Torchance. Und ich sag's euch ehrlich, lieber gewinne ich solche Spiele mit 3-4-0, als dass ich mich da weiter jedes Mal abschießen lasse. Und es war wohl nicht der Wettkämpfermodus, wie ich es vermutet hatte. Von daher, ich werde die restliche Episode definitiv auf Weltklasse zocken. Problem ist halt einfach, dass es keinen Spaß macht, wenn ich ungefähr in jedem 10. selbstgezockten Spiel mal gewinne und sonst immer verliere oder maximal unentschieden spiele. Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass das zum Zuschauen so geil ist. In der Simulation ist es dann aber sowieso wieder eine andere Geschichte mit 3-0 schlagen wie Athletic Bilbao, um hier mal wieder ein bisschen positive Stimmung reinzubringen. Wir sind aktuell ordentlich raus aus der Startelf. Wir spielen jetzt in der Euroleague gegen Slavia Prag. Wir hatten aber höchstwahrscheinlich, genauso ist es, im Hinspiel sowieso nur auf der Bank sitzen. Wir werden dann in der 65. beim Stand von 2-0 eingewechselt. Ich werde zum Endergebnis springen, was uns natürlich nicht näher an die Startelf bringt, aber definitiv näher an die nächste Runde. Da bin ich jetzt ernsthaft am Überlegen, ob ich das Rückspiel überhaupt selbst zocke, wenn wir hier einfach 3-1 gewonnen haben. Gegen Osasuna werde ich wieder eingewechselt. Also das ist natürlich der Nachteil, wenn man so viel simuliert. Da ist es schwer, in die Startelf reinzukommen. Und ich denke sowieso, dass wir gegen Slavia Prag nur auf der Bank sitzen werden. Und dann kann ich ja gleich je nach Spielstand entscheiden, ob ich das selbst spiele oder nicht. Wir sind auf alle Fälle mal wieder für Deutschland nominiert. Spielen da gegen Wales und Dänemark, sind aber beides nur Testspiele. Heißt, die werde ich höchstwahrscheinlich auch wieder simulieren. 1-0 führen wir hier. Insgesamt steht es 4-1. Also mal ernsthaft, wirklich Spannung ist da nicht mehr drin. Deshalb springen wir zum Endergebnis. Gewinnen auch hier noch mit 2-0. Wäre halt wichtig, wenn ich ein Tor geschossen hätte, ne? Einfach, weil es beim Trainer gut angekommen wäre. So sind wir jetzt selbst mit dem Training nur ein Auswechselspieler. Weil gegen Atletico konnte ich halt auch 0,0 performen. Gegen Sociedad werden wir wieder nur eingewechselt. Verlieren damit 2-1, haben aber immerhin mal ein Tor geschossen. Und das kommt auch sofort gut an beim Trainer, was sehr, sehr wichtig ist. Internationales Testspiel, let's go gegen Wales. Beim Hans-Dieter Flick sind wir aber sowas von in der Startelf drin. Aber wie gesagt, es sind nur Testspiele, klar, es ist deutsche Nationalmannschaft. Ihr könnt mir ja mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht. Aber ich denke, es ist okay, wenn ich die einfach schnell simuliere. Wir haben dann auch deutlich interessantere Partien in dieser Episode vor uns. Deutschland schlägt Wales auf alle Fälle mit 3-0 richtig.
Richter und Jakobs treffen. Ganz interessant, dass die hier eine Rolle spielen bei der DFB 11. In der Kabine hat man natürlich auch mal wieder Xavi gesehen. Man kennt es, der ist da einfach regelmäßig zu Besuch. Was auch nervig ist, dass ich jedes Mal, wenn ich zur Nationalmannschaft komme, hier das Training wieder neu einstellen muss. Verstehe ich echt 0,0, warum der da nicht einfach die gleichen Sachen drin lässt. Weil ich trainiere ja eh immer das Gleiche. Warum sollte man das hier auch ändern? Also es gibt so viele Dinge an dieser Spielerkarriere, die so dermaßen sinnlos sind. Zum Beispiel, dass Koch jetzt auf der 6 spielt. Ich im Sturm von Beginn an, Thomas Müller hinter mir. Das ist schon absolut geil. Definitiv ein Traum, der da wahr wird. Ich treffe auch in der 74. Minute. Wir schlagen Dänemark mit 2:1. Ich bin Spieler des Spiels. In einem Testspiel Rüdiger in der Kabine. Also das hat dann schon wieder richtig Feeling, so mit diesen Jungs hier zusammenspielen zu dürfen. Jetzt kommen wir halt wieder an beim FC Barcelona und sind so weit weg von der Startelf. Das ist dann auch wieder ein komischer Nachteil, wenn man Nationalspieler ist, weil man ja in der Zeit für die Nationalmannschaft trainiert und nicht für den Verein und dadurch nicht seinen Balken da hochsteigern kann. Es gibt so viele seltsame Dinge in dieser Spielerkarriere, aber ich will jetzt nicht nur rummäkeln. Da wird eh noch ein separates Video dazu kommen. 2:2 gegen Real Valladolid. Ihr seht jetzt schon bei diesem Training, der Hintergrund hat sich verändert und unser nächster Gegner in der Europa League ist der FC Porto. Also ich würde sagen, das ist schon wieder ein etwas schwererer Gegner. Wir sind aber gar nicht dabei im Hinspiel. Woran liegt das denn jetzt bitte? Also der Balk ist auf Auswechslung. Wir sind nicht weit weg von der Startelf. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wir gesperrt sind. Aber anders kann ich es mir dann auch nicht erklären, warum wir hier einfach gar nicht erst im Kader sind. Bei so einem wichtigen Spiel stattdessen dann Aubameyang vorne drin. Trotzdem gewinnen die mit 5:1 und Aubameyang schießt 4 Tore. Ich sag nie wieder was gegen Auba. Ey, was zur Hölle? Das Problem ist halt jetzt, dass die komplette Spannung fürs Rückspiel raus ist. Das hätte ich natürlich selbst gezockt. Aber ey, das ist doch im Prinzip entschieden. Als ob wir das nochmal hergeben. Das ist aktuell das Viertelfinale, heißt, wir stehen schon fast sicher im Halbfinale der Europa League. Das ist natürlich schon absolut geil. Gegen Granada sind wir endlich mal wieder in der Startelf. Zack, boom, peng, 2:0. Aber leider kein Tor von uns. Also in der Hinsicht läuft es aktuell nicht ganz so krass. Jetzt das Viertelfinal-Rückspiel gegen Porto. Wir werden eingewechselt. Nee, wir sind einfach wieder gar nicht im Kader. Was ist denn das für ein Quatsch jetzt in der Euroleague? Warum zur Hölle sind wir auf einmal nicht mehr im Kader die ganze Zeit? Was raucht denn der Xavi da aktuell? Wir kommen natürlich eine Runde weiter, das ist eh klar. Nach dem Hinspiel war damit zu rechnen. Trainingseinheit darf ich natürlich keine auslassen. Dadurch sind wir gegen Valencia jetzt auch wieder in der Startelf. Das wird trotzdem schnell simuliert, war nicht sonderlich weit vorne in der Abstimmung. Und ich habe da noch ein anderes Spiel im Blick, was ich auf alle Fälle selbst zocken möchte. Und damit ist logischerweise nicht Cadiz gemeint. Da werden wir wieder eingewechselt, 62. Minute. Gewinnen mit 2:0. Könnten wir uns einmal wieder die Ligatabelle anschauen. Da stehen wir auf dem 7. Platz mittlerweile. Also Europa ist mittlerweile definitiv drin. Anders ist es mit der Meisterschaft. Atletico hat 74 Punkte. Das sind 22 Punkte mehr als wir. Also davon brauchen wir gar nicht mehr sprechen. Anders ist es aber vom Titel in der Euroleague. Nächster Gegner Everton. Während Atletico, das haben wir kurz gesehen, die Copa de España geholt hat. Hinspiel, ihr wisst, wird wieder schnell simuliert. Wir werden eingewechselt in der 56. Es geht 2:2 aus. Wir schießen Tor und das Gute daran ist jetzt natürlich, dass fürs Rückspiel definitiv noch alles drin ist. Wir werden Spieler des Spiels mal wieder. Treffen jetzt auf Espanyol Barcelona. Das war das Spiel, was ich selbst zocken wollte. Und das werde ich jetzt auch definitiv nicht mehr abändern. War relativ weit vorne in der Abstimmung. In den Kommentaren wurde es extra nochmal dazu geschrieben. Und danach gibt es auch noch das Euroleague-Halbfinale gegen Everton. Heißt, in der nächsten Folge werden wir diese Saison auf alle Fälle noch abschließen und in die nächste reinspringen. Aber da reden wir später dann nochmal drüber. Jetzt erstmal voller Fokus auf dieses Stadtderby. Kann ja nicht sein, dass wir hier beim FC Barcelona spielen und dann kein einziges Mal das Stadtderby selbst zocken. 22 Minuten fast durch. Wir warten noch auf die allererste Torchance. Das muss sie doch sein. Wie geil ist das gespielt? 20. Minute, Usman Dembélé legt den nochmal rüber. Und genau das habe ich vermisst in dem Spiel gegen Atletico. Bam, bam, alles direkt. Dann treffe ich sogar mal mit dem rechten Fuß. Mein 16. Tor im 23. La Liga-Spiel. 33. La Liga-Spiel meine ich natürlich. Also die Quote ist gut, aber jetzt nicht so krank, wie wir es, glaube ich, schon bei Inter hatten. Aber das kann sich ja noch ändern, wenn ich jetzt hier einfach das nächste Tor schieße. Im ersten bin ich vorbei, dann treffe ich aber den Pfosten.
Pfosten. Neves, einen weiter. Ich fordere den Ball. Wir gehen rüber, wie geil. Ey, wie schön sind diese Tore bitte rausgespielt. Es kann halt so Bock machen. Und es ist ja okay, wenn man nicht gespiegelt wird. Ey, aber das Problem der Schwierigkeit, ne? Ich rede schon wieder die ganze Zeit drüber. Wie gesagt, es ist ja okay, wenn man nicht jedes Spiel gewinnt, aber ab und zu möchte man halt auch mal so ein Tor erzielen. So ein gewisses Erfolgserlebnis, das fühlt sich einfach so gut an. Auf die Gefahr hin, dass wir Espanyol Barcelona jetzt wieder abschießen. Den mache ich irgendwie noch. Und damit sieht es schon vor der Pause so aus, als hätten wir die 3 Punkte schon sicher in der Tasche. Wobei, die schießen noch das 3:1 in der 45. Da sehen wir das Ganze nach einem Einwurf, eine Flanke ins Zentrum, ein Schuss, 2 Schüsse. Und dann sind es nur noch 2 Tore Vorsprung. Ich hatte schon überlegt, mich zur Pause auswechseln zu lassen. Aber das ändert das Ganze jetzt natürlich noch mal ein bisschen. Versuche ich mal besser beim 4:1 noch mitzuhelfen. Und da ist es auch schon. Die nächste Torvorlage, Ferran Torres. Es schlägt eiskalt zu. Und ich würde sagen, damit sind wir ready für die Auswechslung. Xavi nimmt mich auch sofort runter. Ich glaube, Dembélé war es, der da reinkommt. 10,0er Bewertung, besser geht's nicht. 4:1 gewinnen wir das Spiel. Xavi liebt meine Leistung, obviously. Aber das alles bringt uns halt nichts. Für das Europa League Halbfinale gegen Everton. Boah, und ich bin gerade ernsthaft am Rumüberlegen, auf welche Schwierigkeit ich das jetzt zocke. Weil einerseits macht es auf Weltklasse natürlich schon mehr Spaß und so. Aber ich habe halt Angst, dass dann genau das gleiche passiert wie jetzt gerade schon. Und dann fehlt so ein bisschen die Spannung. Ich glaube, ich gehe dafür jetzt wieder auf Legende. Wir versuchen es nochmal. Ich würde sagen, alleine durch die Umstellung jetzt habe ich bei euch mehr als genug Spannung erzeugt. Ihr wisst, dass das hier jetzt extrem schwierig wird. Nochmal die Erinnerung, Hinspiel 2:2 bedeutet, wir müssen im Goodison Park gewinnen. Und das wird wirklich extrem schwer. Und Everton zeigt direkt mal, was ich damit meine. Das ist schnelles, gekonntes Kurzpassspiel. Und das ist die frühe Führung für unseren Gegner in der 9. Spielminute. Also ich habe definitiv nicht zu viel versprochen. Cash schießt doch da einfach. Ich habe sogar gefordert, dass er schießt. Er macht es trotzdem nicht. Und viele solche Chancen werden wir halt nicht bekommen. Da sind die schon wieder durch. Das geht viel zu einfach, ey. Mann, ich verstehe das echt 0,0. Du spielst auf Weltklasse, du schießt einen Gegner ab, dann stellst du auf Legende, dann schießen die dich jedes Mal ab. Was soll ich denn da bitte spielen? Das ist beides so beschissen, Mann. Also aktuell sieht es ganz danach aus, als würden wir hier direkt wieder rausfliegen. Der kommt verdammt gut. Nee, nicht jubeln. Komm, nimm den Ball mit. Wir gehen hier direkt aufs Zweite. Hier wird nicht einfach aufgegeben, auch wenn wir mit Maxi Arnold im Sturm spielen. Der legt ihn nochmal zu mir. Ich in die Mitte rein. Geh doch hin. Das hätte es halt sein können, das 2:2. Aber die Spannung ist dank meinem Kopfballtor auf alle Fälle wieder zurück. Und jetzt vielleicht noch so ein Distanzschusstor. Ich komme gerade in keine gute Position dafür. Das ist wunderbar. Das ist Ousmane Dembélé. Also es wird schon. Wir kommen hier rein. Harry Maguire, Militao. Ich dachte, Harry Maguire geht dahin, weil der in der Luft ja schon krank ist. Aber dann ist es Militao. 2 Kopfballtore, es steht 2:2. Jetzt ist Everton mal wieder vorne. Und wenn die vorne sind, wird es eigentlich immer gefährlich. Ricardo van de Beek, Depay, unser Sechser. Verteidigt es da mal gut. Also keine Ahnung, warum Arnold im Sturm spielt und Memphis Depay auf der 6. Aber vielleicht ist genau das ja unser Erfolgsgeheimnis hier. Irgendwie bleibe ich da am Ball. Arnold spielt den zu mir, ich zum 6er Depay. Das ist sehr gut, Vati, komm, steck mir den durch. Ich bin alleine vom Keeper. Aber auch im Abseits. Hätte also sowieso nicht gezählt. Also wir sind echt gut drin hier. Die letzten 10 Minuten laufen mittlerweile. Jetzt bloß kein Gegentor kassieren. Der Schuss aus der Distanz an Lattenkreuz, Mann. Also das läuft hier aktuell auf eine Verlängerung hinaus. Außer natürlich, Everton trifft jetzt bei diesem Angriff. Ricardo mit der Flanke, Militar. Bitte spiel den einfach weg. Die Frage ist, kriegen wir diesen Angriff hier überhaupt noch? Ich werde jetzt einfach laufen. Ich werde einfach laufen. Das Tempo ist da. Das Tempo ist da. Mach den bitte, Junge. Rechter Fuß. Und der ist drin. 3:2. Warum ist der Jubel direkt weg? Ich muss doch dieses Tor ausgiebig feiern. Da ist das Tor. Und wir kommen halt ernsthaft eine Runde weiter in der Euroleague. Denn der Schiri muss jetzt direkt abpfeifen. Die führen jetzt diesen Anstoß aus. Und der pfeift direkt ab.
und wir stehen in der nächsten Runde. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt Halbfinale oder Finale schon? Ich glaube, das sollte das Finale der Europa League sein. Ey, was für ein geiles Spiel, bitte. Nach 2-0 Rückstand drehen wir das Ganze noch auf. 3-2, 2 Tore von mir. Und ausgerechnet, ey, dieser letzte Angriff da. Ich laufe einfach durch. Zum Glück habe ich das Tempo, ey. Ich würde sagen, das ist ein gutes Ende für diese Folge. Im Finale treffen wir dann auf Leicester City, dem Elfmeterschießen Leverkusen geschlagen haben. In der Liga spielen wir gegen Villarreal. Aber ich denke mal, die Spiele in der Liga werde ich alle nicht mehr selbst zocken. Also ich packe euch jetzt nochmal eine Abstimmung rein, welche Schwierigkeit ich spielen soll. Dazu gibt es die Abstimmung zu den Spielen, wobei ich wahrscheinlich nur das Euroleague-Finale selbst zocken werde. Der Rest wird schnell simuliert. Und dann gibt es noch eine Abstimmung und da könnt ihr entscheiden, ob ich mich in der nächsten Folge wieder auf die Transferliste setzen lassen soll oder ob wir jetzt ausnahmsweise mal ein zweites Jahr bei einem Verein bleiben. Link zur Abstimmung unten in der Videobeschreibung zu allen drei Abstimmungen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Gerade das Ende war ja absolut fantastisch. Lasst einen Daumen da. Wie gesagt, 10.000 das Ziel. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Fünf. Heilige Scheiße, was ein Ende. Ich glaube, das war das beste Spiel bis jetzt in dieser gesamten Spielerkarriere. Absolut geil. Das kann halt auch mal so sein, ne? Und ich weiß, jetzt werden viele in den Kommentaren mit Sicherheit sagen, ja, du musst auf Legende spielen, weil das war ja jetzt so geil. Aber dann gibt es halt auch diese Spiele wie gegen Atletico, wo du einfach komplett chancenlos bist und du dich die ganze Zeit nur aufregst.